Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lego Marvel Super Heroes. Jetzt fügt sich alles zusammen. Bald wirst du die Erde beherrschen. Ich? Ja, ja, aber wo ist die Energiequelle, die du mir versprochen hast? Sie ist alles, was wir brauchen. Ich weiß, wo sie ist. Wir holen sie uns von den Mutanten. Den X-Men. Nun gut, ich bin für alle Eventualitäten gewappnet. Ich werde ein paar Mitarbeiter entsenden, um die Quelle zurückzuholen. Okay. Dr. Doom. Dr. Doom. Oh, im X-Men. Im X-Men. Ich habe Ihnen was mitgebracht, Professor. Ja, wie sieht der aus in Lego? Uns bei der Suche nach Magneto helfen. Ich fürchte, das Einzige, was uns das beschert, ist ungewollte Aufmerksamkeit. Ja. Oh je. Oh je. Ja, da war doch. Boah, kann man den auch steuern? Das wäre ja episch. So nur im Rollstuhl wäre bestimmt das lustig. Sieht nicht gut. Und nur mit Gedankenkontrolle so. X-Men, hört ihr mich? Ah. Unsere Sensoren melden, bitte, dass die X-Quelle angegriffen wird. Ihr geht euch sofort dorthin, sobald ihr diese Nachricht bekommt. So, stopp. Jetzt machen wir kleinen, jetzt geht das wieder nicht. Ich glaube nicht. Naja gut, dann müssen wir den... Das bei manchen Sequenzen ja, nicht. Ist richtig. So, was wir jetzt aber erstmal machen, ist nämlich den Typen retten, indem wir hier... Ich muss erstmal gucken, welche Sachen ich überhaupt kann. Guck mal, Bestes überhaupt. Das sieht so gut aus, diese Aktion. Guck mal jetzt bei mir. Bam. Ich kann irgendwie hier was... ich kann so, weiß ich nicht, und ich kann das da. Können wir nicht... Kannst du irgendwie die Sprenkleranlagen anmachen? Ah, es geht nur mit Gold bestimmt wieder, ne? Ah, ich kann fliegen! Aber nicht wirklich, ich kann nur gleiten. Okay, geil, durch ein Labyrinth, Hammer. Ich gehe mal hier hoch. Achso, ich verstehe das Problem. Ich verstehe das Problem. Hey, beruhig dich und schalt die Sprinkleranlage ein. Ja, den müssen wir retten. Das wäre optimal, aber... Gefühl, das wird nicht klappen. Aua, aua. Achso, da war Feuer. Da sind so lila Steine, die sehen so verdächtig aus. Pink, aber... Ah! Ah, du. Okay. Guck mal, kannst du die pinken Steine aktivieren? Nee, ich kann nicht. Nein, rechts. Hier, bei mir. Hallo. Da, diese pinken Steine. Kannst du die... Ja, oder? Nein, ich kann nur auf die Feuer schießen. Vielleicht könnten wir uns kurz gedanklich in diese Person hineinversetzen. Ah, ja, super. Hat mich gerade getötet. Ach so. Ach, wie cool ist das denn? Jetzt steuere ich ihn. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt musst du es andrehen. Also bin ich ziemlich überflüssig. Ja, gerade. Okay. So, und jetzt haben wir nämlich auch schon mal direkt unseren Helden und den Erschaffer von allem. Ich war schon fast Toast. Stanley. Verbrannter Toast. Ich glaube, das hier musst du machen. Was? Ich muss mich jetzt gedanklich in die Steine reinversetzen, ne? Ich weiß aber nicht, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Ah, verstehe ich trotzdem nicht. Oh Gott, das ist kompliziert. Ja, das hat super geklappt. Aha. Oh. Der X. Und der Ladescreen. Ladescreen. Und Maria erzählt uns jetzt ein bisschen über das Gebäude. Hallo Maria. Professor Charles Xaviers Institut für höheres Bildungswesen, wie der offizielle Name lautet, ist ein gewöhnliches Internat. Doch in Wahrheit dient es auch als Heimat und Zuflucht für junge Mutanten mit außergewöhnlichen Kräften. In anderen Worten, die X-Men. Ja, war ja doch richtig, was ich vorhin gesagt habe. Los, wir müssen die Studenten retten. Das sind Mutanten, die können sich selbst retten. Nein, das sind jetzt keine Mutanten. Aber sieht ja cool aus hier drin. Da oben ist ja, ne, ja, Deadpool. Stimmt, der ganze... Und der Spider-Man. Nee, ja. Noch nicht, noch nicht. Kann sein, dass die gleich alle dazukommen. Aber leider haben wir keine goldenen. Ich bin im Zerebro-Raum sicher. Wir haben keine goldenen. Ach so, das sind die Bösen hier. Ja. Öffnet die Fluchttunnel, damit die... Oh, die kann aber kacke kämpfen nur.
Die Fluchttunnel sind natürlich versteckt. Findet und öffnet sie schnell. Okay. Ist hier noch... Aua, ist hier noch irgendwas, was wir tun können? Ich habe hier gerade eine Treppe gebaut. Ja, aber sonst meine ich. Nein. Weil hier ist Gold, aber das kann ich ja jetzt nicht machen. Ah, oh, es verwirrt mich total, was ich verstehe nicht, wie ich jetzt landen kann. So, kann ich landen? Nee, doch nicht. Egal, fliege ich halt. Kann ich nicht mehr. Da hinten musst du hinfliegen. Wo? Da hinten, glaube ich, zu dem Bild. Oder irgendwas mit dem Bild musst du machen. Ich muss da hochlaufen, aber ich kann nicht mal runter. Ich will runter. Nein, du musst da, glaube ich, hinten was teleportieren. Guck, sonst wäre da nicht dieses Kraftfeld da. Nee, ich muss da aber erstmal hinlaufen. Kannst du da nicht fliegen, oder? Ich muss aber erstmal runterkommen. Ich kann nicht mehr runter. Ich... Normalerweise geht das mit... Aha, danke. Normalerweise ging das immer mit B, aber B hat jetzt gerade gar nichts gemacht. Muss da hinlaufen, so. Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Ah, okay. Aber jetzt brauchen wir wieder irgendwas Goldenes. Kannst du das vielleicht trotzdem machen? Guck mal, kannst du da drauf gehen? Hitzestrahlenangriffe, das müsstest du doch können. Ja, meistens. Aber es bringt doch nichts. Ach, du musst den bewegen. Beweg mal, bitte. Geh mal drauf. Und jetzt... Genau, du musst die Form zeichnen. Ah. Gut, dann kannst du hier die anderen goldenen Objekte auch direkt mitmachen. Für die Menschheit und die Mutanten. Unten links ist nämlich noch ein goldenes Objekt, was du bitte. Ganz, ganz unten. Ja, jetzt kannst du eigentlich mehr hin. Hier ist auch noch ein... Aber vielleicht geht jetzt Sprenkelanlage an. Nee. Wir haben nicht viel Zeit. Genau. Das ist richtig. Das war mein Plan. Das wollte ich tun. Guck mal, kannst du nach links weg, bevor du jetzt das Schloss machst? Oh. Oh. Ja, dynamisch. So, jetzt müsste es doch hier hochkommen, oder? Nee. Jetzt komme ich wieder nicht runter. Mann, das ist so nervig. Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut. Man kommt doch wieder zurück. Wo war denn hier was da? Ganz links, ganz links. Genau da. Einfach drauf und dann erhitzen. Dann sollte der ja eigentlich... Ja, der fängt schon an. Ah, sehr gut. Ah, jetzt guck mal, da ist noch immer... Das kann ich jetzt machen. Das glänzt genau. So lila. Genau. Gucken, was wir da haben. Mal gucken, was wir da haben. Ey, Leute. Leute, geht raus hier. Ist nicht sicher für euch. Die ist nicht sicher. Hier, die ist nicht gut für euch. Ah, der Schalter, wir haben Geheimnis. Ah! Los, Leute! Wir haben gerettet. Hier ist es nicht sicher. Sahen die anderen nicht eben genauso aus? Nein! Ah, okay. Oder... Oh! Juggernaut! Ja. Ach so, das mussten wir machen. Okay. Ja, wenn der das sagt... Okay, dann kannst du das goldene Schloss ja da oben auch nochmal betätigen. Ist doch auch gerade hier. Ja. Ja, komm, Schloss. Oh, es wird heiß hier, es wird heiß. Es wird ganz heiß. Ah! Ah, ist doch drauf. Okay. Okay, hier ist wieder was für mich, glaube ich. Ah, ne, ist... Oder doch? Du darfst die Bücher einrollen. Ich mache ein X aus den Büchern. Ja, du bist ja eine Frau. Natürlich. Das war sogar gewollt so. Ah. Speichern. Das sieht wichtig aus. Das sieht wichtig aus. Ich mach's mal kaputt. Nee, kannst du hier auch machen. Das geht wahrscheinlich dann nur mit einem anderen Charakter, den wir... Oder ich mach einfach die Tür. Ich hoffe, wir übersteuern nicht. Macht er uns jetzt einfach alle Eingänge auf? Ja. Das sieht irgendwie das so aus. Ich glaube, wir müssen tatsächlich durch die Tür durch. Nein, die ist kaputt. Achso, da ist die. Mach du mal. Kann ich nicht. Sei denn nicht. Nee. Die Scharniere sind doch aus Gold, oder nicht? Das kann sein, ja. Aber das wird, glaube ich, zurück für Kinder. Ist auch kein Kinderspiel. Hm. Nee.
Ich verstehe es auch gerade nicht so ganz. Was? Jean Grey kann Gedanken bestimmte Charakter. Ach so! Stimmt, du kannst jetzt da drüben die nehmen. Da, der mit dem Fragezeichen, klar. Genau. Mein Gott, ich bin es. So, und jetzt... Ich bin behindert. So, mal gucken, was ich denn jetzt hier alles tun kann. Ich glaube, ich soll einfach ganz blöde hier durchgehen, oder? Genau, und dann da das aufbauen. Dann tun wir das doch mal. Das glaube ich für Wasser. Ah, die Wassersprengsanlage, ja. Ach, wie einfach. Ja, das wusste ich von Anfang an. Mach die Tür auf. Na, Gedanken manipulieren. Gedanken kaputt macht Tür. Was ist denn da ist? Da muss man doch noch irgendwas machen können. Das ist ja fies. So, ich kann ihn auch nicht mehr nochmal bücken. Oh mein Gott. Ja, die Tür aus Eisen, die Klotür aus Eisen. Kannst du die irgendwie auch erhitzen? Nee, die kann... Ach, cool. Ah, voll auf die Kamera drauf. Ja, ich glaube, es soll uns nur zeigen, dass man da irgendwas machen kann mit, oder? Genius. Oh, was bist du denn für eine? Hottie. Ah, hier ist Gold. So langsam habe ich das verstanden. So, es wird immer heiß. Mach in der Zeit mal die ganze Schule kaputt. Aha, danke. Bitte. Also bin ich wieder dran. Ja, ich darf natürlich das Kleine machen und du wieder das Große. Klar. Ja. Tot. Das bin ich. Du hast auch so lange Zunge. Willst du mal sehen? Ja. Ah. Wo, oh, wunderschön. Gut. Ah, guck mal, ich bin jetzt... Mach XXXXX, also links, genau. Der Balken füllt sich und... Mein Gehirnplatz. Ja, jetzt bin ich Storm. Bist du das? Ich glaube, der ist geschockt. Nein. Der ist ganz lieb. Ah ja, tatsächlich. Ich Tornado! Konnte jetzt die Sachen wechseln. Ah, du kannst das Feuer ausmachen. Sehr gut. Boah, das ist so cool, dass hier echt jeder kann was Cooles. Das ist unglaublich. Ja. Boah. Bam, 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 bam. Das war... Ich wusste gar nicht, dass ich so schön spielen kann. Ach so. Ich baue Sachen anders auf als ihr. Muss ich hier noch irgendwas vergoldigen? Nee, ich muss, glaube ich, die Stühle ranschieben. Jo. Ach so, das aktiviert hier nämlich so cool die... Ach so, den müssen wir auch erstmal vernünftig machen. So. Okay. Du stehst da einfach drauf, zu sehr eher. Das darf ich jetzt mit Storm machen. Kannst, bringen wir das Ding vielleicht zum Laufen. Nee, ich glaube nicht, dass es... Doch, oder? Nein, die macht ja auch Blitze. Eigentlich. B gedrückt bestimmt. Telekinese. Blitz und Donner. Ein Blitz. Ja, unten steht Telekinese. Ja. Das ist ein toller Tisch. Den habe ich auch zu Hause stehen. Möchtest du gleich sehen? Ja, gerne. Ja, okay. Zeig ich dir aber nicht. Schade. So, was ist das denn hier noch? Oh. Die natürlich. Aber schnuckelig. Hallo, X-Men, meldet euch. Jemand da? Ich kämpfe mal gegen die in der Zeit. Wo steckst du? Keine Zeit zum Erklären. Ich habe die Schule gesperrt. Oh. Tut mir leid. Ihr müsst euch mit Gewalt einen Weg hindurchbauen. Ich hatte keine Kleidung mehr. Ach, hier, guck mal. Ich sehe. Aber ich sehe auch in nächster Folge noch. Sehr gut. Du hören auf und wir... Aua. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann vermutlich letzte Folge mit Max. Ja. Tschüss. Mexiko. Tschüss.